Warum hast du mich gerufen? Es ist schon ein Überlebenskampf, den ich gerade hier habe. Der Laden macht Schulden, er macht Privatschulden. Hast du Familie oder so? Nein. Er hat ja auch keine eigene Wohnung. Ich habe die ersten 3 Monate habe ich im Laden gepennt. Alles okay, Benni? Ja, ich habe nur Tourette-Syndrom. Ich bin gespannt, was die Tests jetzt gleich sagen. Oh Mann. Das ging komplett nach hinten los. Du bist doch der Boss. Ja. In der studentischen Großstadt Darmstadt gibt es rund 20 Hamburger Läden und einer davon braucht dringend Frank Rosins Hilfe. Ich bin heute in Darmstadt, sozusagen mitten auf der 5th Avenue von Darmstadt, auf dem Weg zum Andi. Der betreibt hier einen Burgerladen und der heißt David und Goliath. So. Und der Andi hat große Probleme und ja, und burgertechnisch bin ich natürlich ein Brett. Weißt du? Und da helfe ich doch gerne. Muss jetzt hier irgendwo sein. Vorne vielleicht. Ah, da ist es. Ich sehe es schon. David Goliath. In der Innenstadt gelegen ist um die Mittagszeit Hochsaison für einen Burgerladen, sollte man meinen. 12:30 und nicht auf. Wir haben heute den 2.12. geschlossen. Der Restaurantretter ist ratlos. Auch wenn er für den Besitzer unangemeldet erscheint, hat der Sternekoch doch damit gerechnet, dass er zur Mittagszeit hier jemanden antrifft. Normalerweise müsste er jetzt aufhaben. Und hört einfach zu. Soll ich mir eine Nummer rufen? Ich mal an. Hier ist Frank Rosin. Hallo Frank, grüß dich. Grüß dich, ich stehe vor deinem Laden. Was ist los? Du hast doch heute auf. Warum hast du denn die Bude nicht auf? Die Bude ist nicht auf, weil wir übers Wochenende Weihnachtsmarkt haben und montags jetzt vom Geschäft her sich nicht rentiert über die Wintermonate. Aber gib mir 10 Minuten, dann bin ich unten und ja, dann können wir über alles reden. Ja? Ja, ist gut. Okay, super, vielen Dank. So. Unverständliche Öffnungszeiten sind heute nicht das Einzige, auf das der Gastro-Experte sich gefasst machen muss. In diesem Burgerladen wartet einiges an Überraschungen. Doch jetzt lernt er erstmal den Betreiber, Andi, kennen. Hi. Hi. Ich will kurz Luft holen. Ja. Der 34-Jährige freut sich über den Besuch von Frank Rosin. Eine Freundin hat den Sternekoch zur Hilfe gerufen, da sie sich um Andi und dessen Existenz große Sorgen macht. Dann stehst du da und dann du gibst ihm die Hand, sagst Hallo und hast aber im Kopf noch gar nicht verarbeitet, was gerade stattfindet. Du bist der Andi. Grüß dich, ich bin der Frank. Freut mich. Ja, jetzt habe ich mir schon schön den Arsch hier abgefroren. Ja, lass das mal rein. Es war jetzt für mich erstmal so surreal. Ich musste das erstmal begreifen, weil das war jetzt alles sehr, sehr schnell. Dann mal rein in die gute Stube. Zeit für einen ersten Eindruck vom bunten Burgerparadies. Auf 54 Quadratmetern können hier 40 Gäste gleichzeitig zuschlagen. Okay. Also, der erste Eindruck ist doch schön. So. Ich habe das halt so vom Vorbesitzer übernommen. Mhm. Ach so, das Genau, also das war jetzt nicht meine Idee oder meine Aufmachung hier von dem Ambiente her, sondern alles. Das habe ich alles nicht. Das habe ich so übernommen. Das war vor 15 Monaten. Seitdem hat sich weder an der Inneneinrichtung noch an der Speisekarte oder den Preisen etwas verändert. Ich habe hier vorher auch versucht, noch andere Sachen reinzubringen, weil ich bin ja gelernter Koch. Du bist Koch vom Beruf? Ich bin Koch vom Beruf. Okay, wie lange schon? 17 Jahre. Wow.
war vorher selbstständig mit deutschlandweit Österreich-Schweiz unterwegs als Miet- und Leihkoch, habe eigene Veranstaltungen gemacht, hatte einen guten Ruf und war auch ausgebucht. Allerdings habe ich gesagt, okay, mein Traum ist schon immer, was Eigenes zu machen, und habe dann das angeboten bekommen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt oder nie. Was hast du dafür bezahlt? Eine Ablöse von 30.000. Ich habe das vom Vorbesitzer übernommen aufgrund dessen, dass nicht genügend Geld im Hintergrund war und es schon alles fertig eingerichtet war und mir das auch angepriesen worden ist, dass es funktioniert hat. Warum hast du mich gerufen? Ich habe dich gerufen, weil hier zu wenige Leute herkommen als Gäste. Aha. Und es ist schon ein Überlebenskampf, den ich gerade hier habe. Meine finanzielle Situation sieht gerade nicht so rosig aus. Also ich muss ganz schön ackern, damit das wieder im grünen Bereich ist. Also rein finanziell, wie lange kannst du jetzt noch? Wie viele Wochen, Tage? Also wenn alle mitspielen, Lieferanten und so weiter und so fort, schaffe ich das vielleicht noch 3-4 Monate. Der gelernte Koch geht in seiner Arbeit komplett auf. Und das, obwohl er mit Anfang 20 eine lebensverändernde Diagnose erhält, wie Sternekoch Frank Rosin später noch erfahren wird. Ich bin ein Kämpfer, also ich gebe nicht auf. Und solange ich hier immer irgendein Funke in mir ist und ich kämpfe halt immer bis zum Letzten, bis es nicht mehr geht. Der Laden bedeutet mir aufgrund dessen, dass ich hier so viel Energie, Schweiß, Blut, Zeit reingesteckt habe, sehr viel. Also ich hänge an dem Laden. Also ich stehe ja hier jeden Monat 400 Stunden in dem Laden und reiß mir auf gut Deutsch den Hintern auf und versuche das natürlich zu drehen. Und wenn ich dir keine Motivation mehr hätte, dann hätte ich schon längst von außen abgeschlossen. Von meinem Kopf her, von meinem Gefühl her, ist es halt, wo man sagt, okay, man kann noch was reißen, man kann noch was machen, um das Ruder halt umzulenken. Allerdings, ich alleine bekomme es nicht hin und bin da schon auf Hilfe angewiesen. Gut. In dem Falle ist es natürlich schön, den Frank dann hier zu haben und hilft, weil doch von der gastronomischen Sicht und Erfahrung er natürlich sehr viel beitragen kann. Jetzt haben wir erstmal die erste Begegnung gehabt. Jetzt weiß ich so ungefähr, worum es geht. Kennst du die Sendung? Ich kenne die. Gut. Dann bereite dich mal auf ein Testessen vor. Für heute. Also, ich sag mal so, die Bude wird voll werden. Okay. Dann muss ich jetzt gucken, dass ich noch Ware bekomme. Dass du deine Leute anrufst. Genau. Du legst los, ich guck mich um und dann gucken wir gleich weiter. Ne? Immer das Gleiche, ne? Hat das Ding gerade mal ein Jahr und die Erwartungen sind groß. Ne? Die jungen Menschen denken alle, das muss alles sofort fluppen, ne? Da muss sofort Geld verdienen. Und dem ist halt nicht so. Ne? Man baut ein Geschäft auf. Und Aufbau bedeutet auch durchhalten. Sich als Marke zu beweisen und das letztendlich zu etablieren. Nicht nur hier ist schwer.